Sie rieten, den Gold nicht zu nehmen, sondern sich mit den Jenitscheren, die mit ihnen ein Herz, ein Sinn auf dem Fleischplatze bei den Fleischkesseln unter aufgepflanzter Fahne zu vereinen. So zogen sie dann dahin unter dem Bekehren. Gott ist groß, und unter Verlosung der Suren des Sieges und der Eroberung. 18. Juli. Etwa 30 Emire rotteten sich mit dem 300 auf Beji und einigen 100 zusammengelaufenen Effendis unter einem Fahne zusammen. Die Buden der Stadt wurden geschlossen, der Kaimakam und der Sekbanji, Hacimzade Murteza Aga berieten. Als letzte Maßregel die Versammlung der Ulema. Die Anpflanzung der Heiligen, Aufpflanzung der Heiligen Fahne. Der Richter von Konstantinopel, seit Mahmud des Mufti Aydam, wie der Kaimakam, hatte sich mit diesem seit kurzem zertragen und fügte sich jetzt dem Begehren des Zusammenrufens der Ulema nicht. 19. Juli 1703. Am folgenden Tage begab sich der Sekbanbachi mit den treuen Offizieren und Jenitscherin nach dem Sarai, um es zu besetzen. Aber der Präfekt desselben, Jakar, fürchtend, die Jenitscherin möchten das Sarai plündern, ließ sie nicht ein. Sobald das Gesindel am Fleischplatze von dem Zuge der Sekbanji nach dem Serai-Wind erhalten, zog es nach der Pforte des Aga der Jenitscherin stürmte. Dieselbe erbrachte die Kerker und gefühlte sich alle Verbrecher als Helfer des Aufruhres zu. Von da zog sie nach dem Palaste des Kaimakams. Eine Stimme rief ihnen daraus zu, der Kaimakam sei seit gestern im Sarai. Sie möchten sich nichts Schändlichen vermessen. Der Wortwechsel ging in Tätlichkeit über. Unglücklicherweise streckte eine aus dem Haufe gefeuerte Kugel einen Jebeji da nieder. Jetzt war das Feuer vollends auf. Das Haus des Kaimakams wurde gestürmt, geplündert. Die kostbarsten Pelze stückweise zerrissen. Die aus dem Kerker losgelassenen Verbrecher sättigten ihre lange zurückgehaltene Raublust. Der Sekbanbashi, welcher vom Serai nach der Pforte flüchtete, fiel zu seinem Unglücke den Aufrührern in die Hände, die ihn vom Pferde rissen und in Empfang nahmen. Ein Haufe von Buben hatte den Richter von Konstantinopel, den Aydam des verhassten Mufti, den der Anführer nicht anders als den Ketzer und Perser schalten, aufgebracht,
Bände durchwachten die Nacht von den Rebellen in Gewahr gehalten. 20. Juli. Am folgenden Morgen, es war Freitag, forderten die Anführer den Sekbanbashi auf die Fahne des Oberbefehlshabers, denn gestern hatte sie ihn als Aga ausgerufen, aufzustecken. Als er sich dessen weigerte, schrie ein Janitschare: Der Ungläubige hat die Fahne in seinem Busen versteckt. In seinem Busen versteckt und hieb ihn zusammen. Die Fahne ward aufgesteckt und Ausrufer schrien: Jeder Janitschari, der sich nicht zur Fahne versammelt, sei ohne Manneskraft von seinem Weibe geschieden. Einer stieg auf einen der Bäume des Rennplatzes und rief als Volksredner: Gruß euch, versammelte Brüder, Gott helfe uns allen, heil euch, Amen. Brüder und Freunde, Volk Mohammeds, wenn wollt ihr zum Mufti, wenn wollt ihr zum Aga, wen wollt ihr zum Richter Konstantinopels? Wir wollen, schrie die vielzüngige Bestie, den Pachamchaisade zum Mufti, den Chalik Ahmed zum Aga, den Hasanollah Kasanollah Effendi zum Richter Konstantinopels. Indessen hatten sie den bisherigen Richter, den Eidam des Mufti, in die Mittelmoschee der Janitscharen, den wahren Brennpunkt als Janitscharen-Aufruhres, geschleppt und ihn gezwungen, Einladungen an alle Ulema zu schreiben, dass sie in der Mittelmoschee erscheinen sollen. Ein seit Küster entrollte eine Fahne aus Anführer der Emire, Aufrührer und folglich Gestellten, sich denselben ein paar tausend fähnrische Stallknechte und Zeltaufschlager schnell grünen Bund umwindend, als selbstgeschaffene Emire zu. Es wurde ausgerufen, dass alle Buden des Marktes geschlossen sein sollen, bis auf die der Bäcker, Fleischer und Greisler. Die Vorsteher der Besestan, des Sattelmarktes und alle Vorsteher der Zünfte wurden vorgeladen. Die Topchi, die Top-Arabaji, die Laufträger und Schiffleute kamen in Haufen. Die Studenten der verschiedenen Wacke gesellten ihre Kessel denen der Anführer auf dem Fleischmarkt bei. Die Bostanji, welche die von Ayub heimlich nach dem Sarai gebrachte Fahne gesucht erschienen, nun vor dem Sarai mit Gewalt dem Eintritt fordernd. Der Präfekt hatte nicht den Mut, denselben ihnen mit dem Janitscharen 21. Juli 1703 zu verwehren. Die heilige Fahne war zu der des Aufruhrs entwürdigt und unter derselben zogen die Bostanje auf
den Fleischplatz und in die Mittelmoschee. Dort hatte sich ein gewisser Karakalsch, der sich ob eines verlorenen Lehens über den Mufti zu beklagen hatte, als Redner und Häuptling des Aufruhres eingefunden und eine Bittschrift zustande gebracht, welche die Absetzung des Mufti und seiner Söhne Oberstlandrichter und die Gegenwart des Sultans zu Konstantinopel begehrte. Widrigenfalls sie selbst nach Adrianopel kommen würden. 5 Ulama, je 2 Abgeordnete und ein jeder Truppe der 7 Herde und 2 von jeder Zunft gingen damit als Gesandte der Rebellen nach Adrianopel. 22. Juli. 22. Juli. Am selben Tage, wo die Gesandten von Konstantinopel abgingen, hatte zu Adrianopel die erste Versammlung im Palast des Mufti statt, bei welcher der Großvezier und alle dort befindlichen Generäle des Stabes der Janitscharen erschienen und in welcher beschlossen ward, den ersten Generalleutnant Kuliyaya unmittelbar mit 30 Beuteln nach dem Hauptstadt zu senden, um den Schreiern damit das Maul zu stopfen. Am folgenden Tage fand die Beratung im Palaste des Großveziers statt, bei welcher alle großen Ulema zugegen. Es ward über Maßregeln beratschlagt, welche zu ergreifen, wenn die Sendung des Generalleutnants furchtlos abliefe. Es kam zu nichts, weil ein dummer Offizier der Jebeji die Versammlung mit dem Begehren von Blutrache ob des Mordes des Jebeji Bashi beschäftigt hatte. Hierzu sagte er im Rahmen der Janitscharin bevollmächtigt, die Blutrache ward versprochen, aber bis zur Rückkehr der Generalleutnant vertagt. 24. Juli 1703. Der Mufti ging ins Serai, um dem Sultan Bericht zu erstatten, mit dem er sich auch am folgenden Tage heimlich beriet. Der Großvezier aber benutzte diese Gelegenheit, um den Silahdar Günstling Ali Pascha Chorli auf dessen Nächte Umgebung er schon lange eifersüchtig gewesen, mit der Ernennung zum Vezier zur Aushilfe in dieser begebenheitsschwangeren Zeit zu entfernen. Auf die Nachricht, dass die Rebellengesandten unterwegs, hatte eine dritte Beratung im Palaste des Großveziers statt, deren Resultat die Absendung des Bostanji Bashi von Adrianopel mit 100 Mann, um die Gesandten aufzufangen und einzusperren. Er traf sie zu Hafsa Verbrannte, die mit 300 Ziegeln Bittschrift führte, 300 Ziegeln, der Anführer verfeine Bittschrift und führte sie als Gefangene nach der Palanka Egridere ab. Der Aga der Türkmenen Mustafa warb als Befehlshaber freiwillig der Großvezier der Kaimakam der Slachtar pflanzten Fahnen auf
unter denen sich Pagen und Levendet versammelten. Alles dies im Sinne des Mufti wider den des Großwesirs, der sich demselben noch nicht zum Widersprechen getraute. Endlich stützte denselben die Walide, indem sie durch ihre Kundschafter von dem Wachstume der Aufruhres unterrichtet. Ihrem Sohne die Notwendigkeit, den Mufti und seine Familie zu opfern. Vorstellte sogleich erging, dass Chat Sherif und demselben zufolge der Befehl des Großveziers an den Chaushbashi, den Mufti und seine vier Söhne, den Khatib, Khoja und die beiden Oberlandsrichter nach Erzurum abzuführen. Der Sultan stellte den Großvezier über die Verbrennung der Bittschrift um die Einsperrung der Abgeordneten zur Rede. Er entschuldigte sich mit der Alleinherrschaft des abgesetzten Mufti. Die Abgeordneten wurden von Eglidere nach Adrianopel berufen und wohlgehalten. 28. Juli. Die Häuser des Mufti und seiner vier Söhne waren noch in derselben Nacht ihrer Abführung jedes von einer Kammer Jenitscherin besetzt worden, um die Plünderung derselben zu verhindern. Demselben die Absetzung des vorigen Mufti und seiner vier Söhne und das kaiserliche Handschreiben seiner Ernennung ankündend, womit am folgenden Morgen der Oberststallmeister abgehen werde. Unterdessen hatte sich zu Konstantinopel der Anführer durch eine Menge aus Asien zusammengelaufenen Gesindels und durch Männer, die denselben zu leiten und zu begründen verstanden, mächtig verstärkt, da der Fleischplatz für die zuströmende Menge zu enge, verpflanzten sie ihre Lager nach der Wiese des neuen Gartens. Nebst Chalil Aga, dem von der Rebellen anerkannten Aga, hatte sich eine gemeinsame Jenitschere aus Klein Chekmeje, Rahmens Torjinali Ahmed und die Spitze der Meuterer gestellt. Desgleichen Suleiman Aga, ein durch Zurücksetzung gekränkter Offizier der Jenitscherin. Endlich trat Ahmed Aga, der Eidam Hussein Köpilis, der als Nishanji abgesetzt, bis jetzt ein Zurückgezogenheit gelebt, als Kaimakam auf. An die Stelle Abdullahs Köpilis, welcher gleich nach Stürmung seines Haufes entflohen war.